Ich will euch heute die App Glass Widgets erklären und ein bisschen zeigen. Und zwar, wenn wir das installieren, dann zeigt es hier unter Apps erstmal nichts an. Da müsste jetzt unter G Glass Widgets stehen, steht aber nichts. Das zeigt es nur bei Widgets an. Da haben wir dann vier Auswahlmöglichkeiten. Wir können uns einmal das Kalender-Widget auf den Desktop ziehen. Dann Clock Widget, da lässt sich dann die Uhrzeit und Wetter anzeigen. Und einmal News Widget, das zeigt uns dann ein RSS-Feed an. Ich zeige euch das mal am Beispiel. So, das ziehe ich mir mal raus, den News. Dann klicke ich hier oben auf das kleine Zahnrädchen und auf News und News Feed. Dann kann ich da schon wieder Custom was eingeben. Das lasse ich jetzt mal, das habe ich nämlich schon. Oder Newsfeed von Google, da kann ich dann auch nochmal Keyword eingeben. Dann kommen die News von Google. Und ich habe jetzt, dann können wir, ja hier genau, können wir noch ewig viele auswählen, wo die uns schon vorgeben. Ich nehme jetzt aber mal einen, den ich vorhin eingetragen habe, und zwar den vom SIA-Kernel als Beispiel. Dann können wir hier noch Update-Intervall, Every Hour, was auch immer. Das lasse ich mal. Auto-Scroll-Intervall, das erkläre ich euch gleich. Und hier haben wir noch nee, Detail-Level, genau. Das sind entweder können wir uns nur die Headline anzeigen lassen vom Feed oder den Inhalt oder beides. Ich zeige euch mal kurz den Unterschied. Momentan zeigt Headline and Content an, also Überschrift und Inhalt ladet. Das sehen wir, die Überschrift ist ein bisschen hervorgehoben, bisschen also in Fettschrift. Und wenn ich das jetzt mal umstelle, ach ja genau, diese Zeichen hier, das Zahnrädchen vorhin geht weg, ist aber trotzdem noch da, das ist nur unsichtbar. Und da unten war ja die Aktualisierung. Und da oben ist das Zahnrädchen. News. Ich stelle das Detail-Level jetzt mal auf Headline nur. Dann haben wir hier eben nur die Überschrift. Und was können wir noch einstellen? Ja, die Farbe ein bisschen bearbeiten. Das mache ich jetzt aber mal nicht. Das könnt ihr ja selbst mal rumprobieren, rumspielen. Ich lade noch mal das Glass Clock Widget auf dem Bildschirm. Kann ich hier auch Einstellungen noch mal kurz zeigen. Da können wir die entweder per Geolokalisation, also wir können uns orten lassen oder die City eingeben, die Stadt, und hier die Temperatur auswählen, wie es angezeigt werden soll. Update-Intervall wieder. Hier haben wir noch die Zeitzonen. Und dann können wir genau, das habe ich vorhin beim anderen nicht erklärt, aber das geht hier genauso wie bei allen anderen Widgets von Glass Widgets. Wir können hier einmal First Clock App und Second Clock App auswählen. Das bedeutet, was soll passieren, wenn wir entweder hier auf dieses Feld da tippen oder was soll passieren, wenn wir auf dieses große Feld tippen. Und ja, das war's schon im Wesentlichen. Ich habe jetzt da mal nichts eingetragen. Das könnt ihr selber ein bisschen rumspielen. Ich zeige euch noch mal kurz. Das Komplettpaket gibt es nämlich auch. Das vierte Widget hier All in One. Und dann haben wir alle drei draußen. Und jetzt können wir das hier auch halt wieder einstellen. Oder ihr einzeln, wie ihr das wollt. Und ja, das war's mal zu Glass Widgets. Und wir sehen uns im nächsten Review.